Hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Pokémon Legenden Arceus. Mein Name ist Siegen26. Der erste Part war sehr, sehr vielversprechend, ehrlich gesagt. Und ich freue mich auf den nächsten Part. Wir gehen jetzt schlafen und wir haben morgen unsere Prüfung. Ich werde mich bis zu morgen ausruhen. Ich glaube, das könnte ein wichtiges Spielelement sein. Kann es sein, dass ich mich dann über Nacht erholen muss? Ein Bidifass und ein Bidiza. Okay. Weiß ich nicht, ob das so gut war, aber sah semi-gut aus. Ich sag's mal so, wie es ist am nächsten Tag. Guten Morgen, Eagle26. Letzte Nacht soll es heftig gewittert haben. Es ist Zeit für deine Prüfung. Ich drück dir die Daumen. Okay, ich mir auch. Geh zum Galaktik-Hauptsitz und lass dir von dort, von Celestis, die Aufnahmeprüfung erklären. Das ist eine Lagerkiste, in der du bestimmt etliche Items unterbringen kannst. Etliche Items? Okay. Ich immer noch mit diesen Flipflops, ne? Herrliches Wetter heute. Könntest du dich gut ausruhen, auch wenn dir hier alles unvertraut ist? Lass uns nun zum Hauptsitz gehen. Kommandant in Celestis wartet sicher schon. Darf ich mir jetzt eine neue Kleidung aussuchen oder so? Hallo? Kleidung? Nee, noch nicht. Ich glaube, ich kann... Es lohnt sich, glaube ich, erst nachher diese Dinge anzusehen. Wir gehen mal rein. Das Logo gefällt mir echt gut, ne? Also dieses Ladelogo. Das sieht nobel aus. Den Forschungstrupp findest du hier im Erdgeschoss des Hauptsitzes vor... Haltet ihr euch, was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Ich habe mein Partner-Pokémon eingesetzt. Aber es waren einfach zu viele. Das kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Dieser Mann gehört zum Sicherheitstrupp. Obwohl er sein Partner-Pokémon dabei hatte, wurde er angegriffen und verwundet. Ohne Partner-Pokémon könnte es schwer für dich werden, die Prüfung zu bestehen. Kommandant Celestis, Eagle26 ist hier. Verstanden. Trete dein. Okay, let's go. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Bidiza, ein Staralili und ein Shinux fangen. Drei verschiedene Pokémon? Das ist noch niemandem von uns gelungen. Hat er nicht gestern drei Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Laben erzählt hat, müsse diese Prüfung ein Kinderspiel für ihn sein. Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Da hinten ein Abra. Hier, du darfst diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Ja, super, ich habe ein Täschchen bekommen. Da fühle ich mich direkt sicherer. Wow, diese Tasche steht dir echt gut. Nun mach dich auf den Weg. Lumia, hilf ihm, falls es Probleme geben sollte. Hauptmission, die Aufnahmeprüfung. Wegweiser aktivieren. Öffne die Karte auf deinem Arceus-Phone und drücke den Y-Knopf, um die von dir akzeptierte Mission anzusehen. Hauptmission musst du abschließen, um mit der Geschichte des Spiels voranzukommen. Nebenmissionen hingegen sind optionale Aufträge von Leuten, denen du unterwegs begegnest. Hier entlang, Eagle26. Jetzt bin ich an der Reihe. Hallo ihr beiden. Guten Morgen erstmal. Was gibt es, Professor Laven? Eagle26 muss diese Prüfung bestehen. Das ist notwendig für die Vervollständigung des Pokédex und, naja, damit er hier überlebt. Deswegen will ich ihm als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Pouts! Feuri! Otter! Ta!
Nun denn, Igeltonis, such dir eines dieser Pokémon als Partner aus. Mit einem Partner-Pokémon an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen. Diese drei Pokémon bedeuten mir sehr viel, aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also, auf welches Pokémon fällt deine Wahl? Ach, ich bin doch nicht so bereit. Ich bin noch nicht bereit, ne? Ah, ich habe eigentlich immer Wasser-Pokémon genommen. Otero ist das Pokémon, das mir am wenigsten gefällt. Muss ich leider ehrlich sagen. Bautz wäre interessant, aber ich glaube, ich nehme Feueregel. Wobei, sie haben ja alle eine andere dritte Region. Region, eine andere Evolutionsstufe. Aber Admirais ist so ein Pokémon, wo ich sage, nee. Ich glaube, ich nehme trotzdem Feueregel. Johto for the win. Feuri! Möchtest du Feueregel zu seinem ersten Partner-Pokémon machen? Ja. Ich nehme jetzt Feueregel. Hallo. Eines der Pokémon, die du am Strand des Aufbruchs für mich eingefangen hast, ist nun also dein pa Partner. Irgendwie kurios. Hier hast du den Pokémon, in dem sich Feueregel befindet. Feueregel erhalten. Sehr cool. Achte immer darauf, welche Pokébälle leer sind und in welchem sie sich ein Pokémon befindet. Tata! Die anderen beiden Pokémon scheinen Feueregel anzufeuern. Oder vielleicht würden sie dich auch gerne begleiten. Ich nehme auch alle drei. Da könnte das dran sein. Schließlich sind sie genau aus dem Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, dass Ignis vom Himmel gefallen ist. Aber keine Sorge, ihr beiden könnt mir erst einmal bei der Forschung behilflich sein. Tata! Welches Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? Ah, ich sehe, ich verstehe. Drei verschiedene Arten aus dem Obsidian-Grasland also. Dann nimm bitte diese Pokébälle mit. 20 Pokébälle. Sie wurden von Hand gefertigt, aber ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es ist soweit. Um zum Ort der Prüfung zu gelangen, musst du vom Hauptsitz aus links weitergehen. Okay, let's go. Let's go. Wir haben jetzt einen Feueregel. Das schon lange nicht mehr mit einem anderen Typen gestartet. Aber ich glaube, das ist schon okay. Hier ist der Kampfmodus, okay. Hier kann man sicher das Team irgendwie begutachten, oder? Ja, hier ist das Team. Gibt es da irgendwas, was man wissen müsste? Sanft. Ich sehe leider nicht mehr auf Anhieb, was höher ist. Aber sind die Werte nicht sowieso viel, viel höher? Ich glaube, das ist irgendwie anders geregelt. Oder kann es sein, dass diese 1 irgendwie anders ist? Es kann auch nur Ruckzuckhieb. Okay. Ich glaube, wir spielen einfach mal. Ich glaube, das mit diesem Typen kann ich, glaube ich, komplett vergessen. Wo sind eigentlich unsere 50 Pokébälle? Jetzt haben wir nur noch 20. Frech. Oh, was für eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Ich bin Volo, ein Mitglied der Ginkgo-Gilde. Ich habe die Gerüchte über dich gehört. Du sollst vom Himmel herabgefallen sein. Das wollte ich mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh, und du hast auch ein Pokémon bei dir. Das ist wirklich äußerst interessant. Es liegt in der Natur eines jeden Händlers, allerlei ungewöhnliche Dinge auf den Grund zu gehen. Wie wäre es mit einem Kampf, um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen? Ja, gerne, machen wir mal. Du gefällst mir immer besser, immer. Jemanden wie dich trifft man nicht alle Tage. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du eine Prüfung ablegen musst. Dann ist es ein Kampf doch genau das Richtige, um dich daran anzustimmen. Denk daran, wenn du die KP deines Pokémon auf Null fallen, hast du verloren. Also dann, los geht's. Geht's jetzt ein normales Kampfmenü? Ah. Togepi. So ein bisschen. So halbwegs normal. Also ich kann mich sogar bewegen. Kampf? Ruckzuckieb.
Kann ich nicht ausweichen? Look to keep. Noch einmal, das sollte reichen. Hat er noch eins? Kampfende. Pokémon-Attacken, Items, nutze sie weise und nichts kann dich aufhalten. Levelaufstieg. Es ist immer so ein Spaß, Pokémon gegeneinander zu kämpfen zu lassen. Dadurch wachsen sie über sich hinaus, lernen neue Attacken und werden noch stärker. Bei Levelaufstieg erhöht sich manchmal die Anzahl der Attacken, die ein Pokémon einsetzen kann. Wenn du die Attacken ändern möchtest, die dein Pokémon im Kampf zur Verfügung stehen, musst du die Tasche öffnen, ein Pokémon wählen und anschließend die Option Attacken verwalten auswählen. Leider gibt es nur wenige Menschen, die Pokémon bei sich haben. Wenn doch nur jeder wüsste, wie man Pokémon benutzt. Einen Moment, ich werde unsere Pokémon wieder zu Kräften kommen lassen. Nimm diese Tränke als Zeichen meines Dankes, mein himmlischer Freund. 60 Punkte. Nutze sie, wenn deine Pokémon geschwächt sind. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Je mehr die Galaktik-Expedition wächst, desto größer wird schließlich auch meine Kundschaft. Okay. Toll, du kannst nicht nur Pokémon fangen, sondern auch mit ihnen kämpfen. Dann mal auf zum Obsidian-Grasland. Wenn du Jubeldorf verlässt, musst du auf der Karte deinen Zielort auswählen. Sag bitte Darius, dem Wachposten, wohin du gehst. So kann dich jemand retten kommen, solltest du durch einen Pokémon-Angriff ohnmächtig werden. Deine Prüfung beginnt, sobald du durch das Haupttor geschritten bist. Okay. Du bist Eagle 26, nicht wahr? Du weißt schon Bescheid. Deine Aufnahmeprüfung befindet sich außerhalb des Dorfes statt. Pass bitte gut auf dich auf. Ja, ist Grasland. Aber ich laufe immer noch mit meinen Flipflops rum, ne? Das ist natürlich schade. Aber okay, kann man machen. Muss man aber nicht. Ein Außenposten sozusagen, ne? Wir befinden uns hier im Basislager. Das ist der letzte von uns gesicherte Ort, bevor die wilde Natur beginnt. Zur Erinnerung, deine Prüfung besteht darin, Pokémon drei verschiedenen Arten zu fangen. Bidiza, Staralili und Shinox. Na dann, legen wir los. Was machen Sie denn hier, Herr Professor? Nun ja, die Kommandantin hat mich vorhin herbeizitiert und sie hat deutlich gemacht, dass sie die volle Verantwortung trage, sollte etwas passieren. Kommandantin Celestis ist wirklich unerbitterlich. Aber wie genau sollen Sie denn bitte helfen? Ach, es besteht keine Notwendigkeit für mich, irgendwas zu tun. X-26 hat alles im Griff, da bin ich sicher. Ah, das heißt also, ich trage die große Verantwortung. Aber X-26 wird das schon schaffen. Lass uns mit der Prüfung beginnen. Okay, let's go. Also ich glaube, ich muss jetzt auf sie zu, ne? Das ist der Ambitionshügel. Hier leben die Pokémon, die für deine Prüfung fangen musst. Das sieht schon hübsch aus, ne? Ich finde, es sieht schon cool aus. Obsidian-Grasland. Schau, da ist schon ein Bidiza. Versuch doch gleich mal, es zu fangen. Okay. Das Wichtigste beim Fangen ist, dass du gut zielst. Vielleicht solltest du alles schon... Vielleicht weißt du das alles schon, aber lass mich dir trotzdem erklären, was ich gelernt habe. Du kannst ein wildes Pokémon in deiner Nähe anvisieren, indem du die ZL-Taste gedrückt hältst. Mit dieser Technik verlierst du es nicht so leicht aus den Augen und kannst besser mit Pokémon zielen oder Angriffen ausweichen. Bidiza hat eine friedliche Veranlagung. Es ist also unwahrscheinlich, dass es vor Menschen flieht. Okay. Wo ist denn Bidiza jetzt? Da unten. Ego? Okay. Hallo? Kann ich mit dir auch kuscheln? Nee, ich glaube nicht. Ich habe es. Ich habe es gefangen. Du hast einen Bidiza gefangen. Gut, lass uns jetzt nach der anderen Pokémon suchen.
Ich würde gerne alleine über die Ebene laufen. Das ist doch irgendwie cool, ne? Da ist ein Saralili. Da hinten. Saralili sind sehr ängstlich. Sie ergreifen sofort die Flucht. In diesem Fall hilft es sich zu ducken. So kannst du dich unbemerkt anschleichen. Drücke den B-Knopf, um dich zu ducken. Wenn du ihn erneut drückst, richtest du dich wieder auf. Wenn du dich geduckt durchs Gras bewegst, bist du für wilde Pokémon schwerer zu entdecken. Okay, kann man machen. Wo ist jetzt ein Staralili? Aber da kann ich was aufsammeln, oder? Jo. Die Ego-Sicht ist auch cool so. Ja, aber wenn ich im hohen Gras bin, kommt es jetzt wieder raus? Hey, du solltest doch ein Staralili fangen. Ja, das ist da hinten. Oder gibt es hier noch eins? Ich sehe doch keins mehr. Da unten ist es. Ah, es kommt wieder näher, ne? Ich bin jetzt im hohen Gras, irgendwie. Jetzt kann ich sehr sensibilisieren. Das ist auch fies, so Pokémon zu fangen, irgendwie. Dir ist es gelungen, auch ein Staralili zu fangen. Jetzt fehlt dir nur noch ein Pokémon. Ich möchte gerne mal den Baum hier schütteln, ne? Das sind Zitrobeeren, oder? Ach ja, es gibt noch etwas, was ich dir erklären muss. Und zwar, wie du einen Pokéball wirst, in dem sich ein Paar-Pokémon befindet. Kommandantin Celestis hat mir das beigebracht. Wenn du ein Item geworfen hast und danach einen Ball mit einem Pokémon darin werfen willst, drücke den X-Knopf. Wenn du einen Ball mit einem Pokémon darin geworfen hast und danach ein Item werfen willst, dann drücke auch den X-Knopf. Die Kommandantin nennt das den X-Wechsel. Okay. Versuch mal, einen Ball mit einem Pokémon darin auf einen Baum oder einen Stein zu werfen. Auf diese Weise kann dein Pokémon Beeren und Ähnliches für dich einsammeln. Dann lass uns mal sehen, was dein Partner so zu bieten hat. Deine letzte Aufgabe ist es, ein Shinx zu fangen. Aha, also die anderen Pokémon sind jetzt schon Partner-Pokémon. Dann werfe ich mal auf den Baum. Aha. Das funktioniert so. Ist interessant. Ah, es gibt sogar Erfahrungspunkte. Das lohnt sich ja sogar jetzt vor allem zu Beginn, ne? Da ist ein Shinx. Das sieht böse aus. Ganz böses Pokémon. Ist die Aufgabe des Shinx eine aggressive Veranlagung haben? Nein. Schon in Ordnung. Wenn du ein Pokémon genau beobachtest, es also regelrecht anvisierst, fällt dir sowas sofort auf. Aggressive Pokémon schlagen Pokébälle weg, wenn sie aufgeregt sind. Halte die ZL-Taste drüber, um ein Pokémon zu anvisieren und zu erfahren, wie schwierig es sein wird, dieses zu fangen. Je mehr Pfeile angezeigt werden, desto eher wird dein Fangversuch gelingen. Ein X-Symbol bedeutet, dass das Pokémon Menschen gegenüber feindselig eingestellt ist. Feindselige Pokémon lassen sich nur während eines Kampfes fangen. Aber keine Sorge, ich verrate dir einen nützlichen Trick. Du musst gegen es kämpfen. Wirfst du es dann mitten im Kampf einen Pokéball, kannst du es fangen. Ich hatte dir vorhin erklärt, wie du einen Pokéball wirfst, in dem sich ein Pokémon befindet. Wirf einen dieser Pokébälle in die Nähe des Pokémon, das du fangen möchtest. Da du bereits im Kampf geübt bist, bin ich sicher, dass du das schaffst.
Um einen Kampf gegen ein wildes Pokémon zu beginnen, musst du einen Ball werfen, in dem sich eines deiner Pokémon befindet. Wenn du gerade einem zum Werfen ausgewählt ist, kannst du den X-Knopf drücken, um deinen Pokémon zu wechseln. Okay. Alles klar. Shinux Level 3. Kampf. Ah, du kannst jetzt Glut. Dann mach mal. Let's go. Kann ich jetzt ein Item einsetzen? Einsetzen. Das ist ja schon geschwächt. Ist ja nur Level 3 Shinux. Klasse, Shinux wurde gefangen. Du hast dich furchtlos dem Pokémon genähert und sie alle mit Bravour eingefangen. Meister können also doch vom Himmel fallen. Mit deiner Hilfe könnte es dem Forschungstrupp tatsächlich gelingen, wie beauftragt, den Pokédex zu vervollständigen. Ich wüsste nur gerne, wie du vom Himmel gefallen bist. Doch lass uns erstmal nach Jubeldorf zurückkehren. Ich freue mich schon, wenn ich eigene Expeditionen machen könnte. Das ist irgendwie cool. Man wird jetzt noch sehr fest an die Hand genommen, aber ich glaube, das ist sowieso jetzt nur am Anfang. Wonderful. Natürlich hatte ich schon genau prognostiziert, dass du die Prüfung bestehen würdest. Gratulation, Eagle 26. Das war der erste Schritt zu deinem Ziel, allen Pokémon zu begegnen. Wisst ihr was? Das ruft nach einem Erinnerungsfoto. Bei deinem Talent wie dem von Eagle 26 war nichts anderes zu erwarten. Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren, Kommandanten Celestis Bericht erstatten. Das wäre cool. Ich glaube, das wäre ein cooles Abenteuer. Auch wenn es ums Fangen geht, ist ein bisschen ist eine ganz andere Art vom Fangen, ganz anderes Stil. Gefällt mir sehr, sehr gut bisher. Du hast bald die Möglichkeit, deine gefangenen Pokémon auf der Weide im Dorf behüten zu lassen. Wenn du unterwegs bist, kannst du bis zu 6 Pokémon bei dir haben. Es gibt allerdings niemanden, der das schon mal vollbracht hat. Kommandanten Celestis erwartet unser Bericht auf zum Hauptsitz. Kommandanten Celestis wird sich sicher zufrieden sein. Ich möchte jetzt bald mal die Schlappen ausziehen, ne? Begleitet es mich so? Hallo. Folgt es mir oder nicht? Oh, ich glaube nicht. Hier kann man durchswitchen. Das gefällt mir sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Ich überdecke übrigens nicht wirklich viel, zwei Icons. Oder besser gesagt, nicht mal. Ihr seht sie sogar. Also, ab zur Chefin. Ist es überhaupt eine Frau? Ich weiß es nicht. Celestis. Es sieht so aus, als würdest du dem qualvollen Tod in der Wildnis wohl noch entronnen. Meine Glückwünsche. Du hast die Prüfung bestanden. Die Tasche darfst du behalten. Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Aufgrund deines fragwürdigen Hintergrunds hatte ich deine Prüfung absichtlich schwieriger gestaltet. Ich hätte nicht gedacht, dass du sie bestehen würdest. Hier, für dich, die Uniform des Forschungstrupps. Du erhältst die Forschungsuniform und ein paar Forschungsschuhe. Du kannst dich in dem Quartier umziehen, in dem du gestern geschlafen hast. Beeil dich und begib dich danach umgehend zum Büro des Expeditionsleiters. Es befindet sich hier in der zweiten Etage. Zieh deine Uniform an und stell dich dem Expeditionsleiter vor. Das ist deine erste Mission als Mitglied des Forschungstrupps. Okay. Gehen wir zurück ins Lager zuerst. Ziehen uns um. Und dann haben wir, glaube ich, sozusagen die Tutorial-Mission abgeschlossen. Ich würde es einfach mal frech behaupten. Das hat mir bisher gut gefallen, ne? Sehr gut gefallen. Es erinnert mich zwar so brutal an Breath of the Wild, was ja eigentlich nichts Schlimmes ist. Vielleicht sind auch gewisse Entwickler an diesem Spiel, haben auch gewisse Entwickler an diesem Spiel gearbeitet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, es gefällt euch weiterhin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Eagle 26. Ciao, ciao.